Hallöchen, Leute, und zurück bei WWE SummerSlam. Das passt jetzt zwar nicht für dieses Champion-Titel-Match, aber es ist ein WCW World Heavyweight Championship-Match. Und zwar ist es ein TLC mit Tables, Ladders and Chairs zwischen den Champion Ken Shamrock, der sich beim letzten Pay-Per-View den Titel geholt hat, gegen den ehemaligen Champion The Rock. Ich bin mal gespannt, wer gewinnt. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, und ich tippe auf Ken. Und er ist ein Champ. Ja, jetzt kommt der Herausforderer, den ich leider nicht zeigen darf, den Einzug zumindest nicht. Um diesen Titel geht's. Um diesen. Um einen der geilsten, wie ich finde, vom Aussehen her. Ja, los geht's. Doch direkt mit deinem Neckbreaker schön gemacht. Headlock. Und schöner Clothesline. Waistlock. Und schöner Back Suplex. Headlock. Und schöner Slam. Schöner Schlag. Headlock. Und Neckbreaker schön gemacht. Schöne Tritte. Das Kräftemessen wieder. Wer gewinnt diesmal? Jetzt Zorg. Westlock. Und schöner Backsuplex. Von Ken sieht man im Moment nichts. Headlock. Und Neckbreaker. Schön gemacht. Schöner Schlag. Headlock. Ein schöner Ellbogen. Schöner Tritt. Waistlock. Und schöner Overhead Suplex. Und Neckbreaker. Und schöne Elbows. Und jetzt das Kräftemessen, da müsste eigentlich so gewinnen. Nein, Ken gewinnt. Und schöner Fistdrop. Headlock. Und schöner Backsuplex. Waistlock. Und Backsuplex schön gemacht. Armlock und schöner Fistdrop.
und schöne Schläge. Und schöne Elbows. Es ist, könnte man es wollte ich schon sagen, aber schöner Elbow. Rip in und Simone Drop, schön gemacht. Rip in und Bulldog. Wieder tritt. Und Sleeper Hold. Muss er auch aufgeben. Das bringt hier zwar nichts, aber muss er aufgeben. Und nein, so kann sich befreien. Ja. Ja, das glaube ich auch. Aber es bringt euch nichts. Es geht um den Titel, den müsst ihr abhängen. Und setzt parallel die Leiter. Nein, Ken holt nur die Leiter. Und schmeißt sie einfach mal rein. Und Rocky, was ist los? Ist kein Bock mehr? Ken hat den Titel in der Hand. Eins, zwei. Ach, aber so kann es verhindern und... Powerbomb! Whip in. Jetzt geh... Boah, bist du dämlich, Rock. Geh doch hoch und hol den Titel, ey. Tja, Schlag. Whip in, schön gemacht. Gegen Barrikade. Und nochmal gegen die Barrikade. Tja, Schlag von Ken. Und Headlock. Yes. Und schöner Headbutt. Komm, Ken, geh doch in den Ring und hol den Titel, ey. Mann. Oh, willst du ihn nicht mehr? Headlock und. Whip in. Und schöner Suplex auf die Ringtreppe. Und Running Power Slam, ey. Jetzt geh doch in den Ring, Kenny. Komm, Kenny. Was machst du denn? Komm, Ken. Ja, er macht genau das Richtige. Komm, Ken. Yes, komm, Ken. Ken. Schaffst du. Yes! Ken verteidigt. Ich. War ein richtig kurzes Match, aber ja. Was will man erwarten? Ken Shamrock hat seinen Titel verteidigt. Da dürfte erstmal Sorg aus den Titelrennen raus sein. Und auf eindrucksvolle Art und Weise hat er den Titel verteidigt. Ja. Rock, das war zu spät. Yes, Kenny. Yes, Ken. Rock, das war jetzt... keine Glanzleistung von dir, würde ich mal behaupten. Go big or sell out. Ganz schön. Yes, Ken. Wenn du jetzt noch richtig rumhältst, dann wäre es noch besser. Ja. Das war wieder, oder das ist jetzt ein ganz kurzer Part gewesen. Ich weiß nicht, wie lange, bestimmt keine 10 Minuten. Auf jeden Fall war es das jetzt wieder von diesem Match, mit diesem Bild, mit den alten und neuen WCW World Champion. Verabschiede ich mich und wir sehen uns in
nächsten Match bei SummerSlam wieder. Also bis dahin, haut da rein und tschaußen.